Also, ich habe ihn gerade wieder zu uns geportet. Ah, das ist okay. Ja, jetzt verstehe ich Ups, schon. das war nicht crazy. Bei mir der Stream jetzt oder was ist das? Entschuldigung. Na, wo ist denn jetzt hier Die mein. hab Da. ich. Ja, macht doch nichts. Okay. Spielt keine Rolle. Gut. Also ich merke schon, es leckt etwas mehr wie sonst, aber gut. Aber trotzdem noch alles lustig. Jawohl. So, jetzt haben wir wieder Saft in unserem AI-System. Ach ja. Schön. Also ich bin ja wirklich begeistert hier. Oh. Einer muss jetzt, also ich finde, das sollte jetzt der Bakerman machen. Echt? Warum nicht gleich die Community? Ja, das kann man auch einrichten. Die Genau, Automaten. der Crazy ist zum Abschluss freigegeben. Da bringe ich mich lieber gleich selber um. Nix da. Niemals. Und liebe Big Bossman 87, das war nicht schon die Sammlung für die nächste Staffel. Nein, da müssen wir leider noch mal ran. Aber okay, das machen wir schon. Wo gehst denn hin? Schau mal auf meine Herzen, dann weißt du's. Ja, warte, warte, warte. Pfiffi. Ach komm, es sind noch vier. Okay. Ja, der hat jetzt einen Nom Nom bekommen. Von dir steht hier übrigens noch ein Grabstein in der Luft. Na ja, gut. Ich schreibe ihn schon Essen. auf. Kann hier gerade mal noch sieben Burger anbieten. Ja, ich habe genug Essen dabei, wenn er mal kurz eine Truhe. Ich mach mal kurz bei euch eine Truhe oder so, Bei ne? uns in der Hütte habe ich eine Kiste hingestellt. Ah, sehr schön. Ich habe Brot. Brot, ich gehört. Essen. Ah, sehr schön. Sehr schön markiert. Sehr schön markiert. Ich habe da mal ein bisschen mehr gemacht, ne? Nochmal essen. Sehr schön. Also ich Ja, ich bin. produziere auch gerade schon nach. Könnt ihr ja mal meine dicke Kiste hier auch mal freigeben, ne? Das Passwort ist Slayer. Das, was ich ja so geheim gehalten habe. Einfach Oh Slayer mein klein Gott. geschrieben. Das habe ich ja sogar das eine mal rausgeschnitten. Also hier ist noch genügend Delighted Meal drin. Ich kann mir auch ein bisschen was einpacken, ist ja auch nicht das Problem. Ich meine, ich hätte ja auch sagen können, hier, wer die Welt runterlädt und das Passwort knackt, ne, der kriegt irgendwas von mir. Aber ich bin ja eh zu geizig. Ende ja nur für gute Zwecke. ALS Also. und sowas. Oder für Böse. Also wir haben noch ein paar Plätze frei. Wer will den Kopf von Crazy? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, willst du wirklich den Kopf bei dir irgendwo an die Wand aufhängen? Wir haben schon einen von mir. Ja, Achso, denk bei uns über okay. eine E. Ja, du kriegst jetzt den Kopf von Crazy. Ich will kein Crazy. Also, wer noch ein paar Zockerpfannen haben will, wir haben da so unten eine Wand voll. Weiß nicht. Nee, nicht gut. Nicht gut. So, was haben wir denn hier noch so zum Zeigen? Ah, genau, wir wollten mal Gregtech hier mal gucken. Da hat uns ja jemand noch ein Geschenk dagelassen, habe ich gehört. Das andere Dann würde Geschenk ich ist jetzt auch mal zu hier. euch kommen. Soll ich dich holen? Ja, bitte. Jo, Boah, mach dann ich. lehne ich mich doch zurück und warte. Genau. Das erste Mal auf dem Wacken oben eher war ja. Ah, siehst du. Ja, Sauber. sehr schön. Ich war jetzt das 11. Jahr in Folge da, ohne Unterbrechung. Wer schmeißt da mit Eiern? Weiß ich nicht, das ist Ah, eigentlich das war der ein. Crazy. Ach, so ein Will noch jemand ein Spielkind. bisschen delayed Meal haben? Hier, guck mal, hier, pass mal, ich schmeiß hier einfach mal. Ich schmeiß mal eine Runde. Yeah, Und wo mit ist das Essen Geschenk? werfen. Wo ist das Geschenk? Wo ist das Geschenk? So Da ziemlich fliegt in hier der doch. Mitte. Fliegt hier doch. In der Mitte. Ah, hier. Erstmal alle was zu knuspern. Ich glaube, das hätte dann erstmal gereicht, ne? Sagen wir es mal so. Was ich hier an Iridium noch in der Kiste habe, beziehungsweise im AI-Netzwerk, ist ungefähr so viel, wie hier drin liegt. Ja, und Flint, ich hätte eigentlich nur, und das war auch einer der User-Kommentare, du hast hunderte von Flint. Warum machst du das nicht einfach so? Legst du vier Flint ins Crafting Grid und, oder vier Gravel ins Crafting Grid und machst dir dann Flint schnell selber. Ja, nachher ist man meistens schlauer. Scheiße. Egal, kommt vor. Und Gunpowder, ja gut, Gunpowder, das war ein bisschen blöd, aber. Mehr haben es ja dann doch noch hingekriegt, nicht? Hat halt ein bisschen gedauert. Ja. Und wie gesagt, das hier ist ja wirklich. Wir wollten ja nur einen Hauch von Gregtech machen.
Spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ne? Also ich sag mal, wir haben so viel Cracktick in letzter Zeit gemacht. Letzten Staffeln. Oh ja. Und da gab es andere, die das gemacht haben. Gell, lieber Dosch? Mm. Die jetzt mehr graue Haare haben wie vorher. Und die werden uns dann das nächste Mal wachsen. Graue Haare, ich hab schon mittlerweile eine Glatze. Ach komm, so schlimm war das doch alles gar nicht. Mhm. Diese Versuchszeit hat mir den letzten Nerv geraubt. Also Cracktick war eigentlich nicht schlimm. Das stimmt, also ich kann Raupe nur zustimmen. Also mir sind ein paar Eier geplatzt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, das habe ich gemerkt. Schon besonders nach diesem schönen 1 EU zu viel. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, es gab auch noch ein paar andere Leute, die sich ein bisschen gewundert haben. Ich weiß gar nicht, bei wem habe ich das neulich gesehen? Irgendjemand hatte... Ach, das war doch sogar Direwolf bei dem, was explodiert ist, oder? War das nicht bei Direwolf? Ich weiß gar nicht mehr, bei wem war denn das, der irgendwas angeschlossen hatte und dann hat er dann dummerweise die Maschine gleich direkt neben die Batbox gestellt und dann hat er das Ding 2x32 EU bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ist auch völlig egal. War auf jeden Fall auch wieder mal eines von diesen sehr lustig. Haben wir hier noch und dann immer Besonderes? Diese Momente, wo man sich wundert, was habe ich falsch gemacht? Ja, ja, ja. Putze? Ja. Wollen wir mal gucken, wie weit unsere Cobblestone-Produktion ist? Ich komme sofort. Jo. Weil wir haben unten noch so einen kleinen Testproduktaufbau gehabt und mal gucken. Das wollt ihr aber natürlich Putz zeigen lassen, wenn er dann irgendwann kommt. Ja, du kannst, ich bin hier gerade noch beim Essen produzieren. Ah, du bist beim Essen produzieren. Okay, dann gehen wir mal runter. Mal gucken hier. Putz hat also da irgendwas mal getestet mit mir abends auf dem Surfer. Wie man schnell. Ich geh da nicht runter, ich hab hier nicht so eine tollen Anzüge. Warte mal, ich kann mal entschieden. Wie man am schnellsten an Cobblestone also, kommt. Also, lieber Dosch und lieber Crazy. Ja. Wie viele Octable Compressed Cobblestone habt ihr? Also, ich habe heute ungelogen den dritten noch fertig gekriegt. Dann guck mal in diese Strongbox. Strongbox? Ja, dann muss ich mal kurz zurückkommen. Und jetzt habt ihr irgendwie sowas deckweise da. Da ist euch ein Zombie hinterher gekommen oder sowas. So, wo bist du? Weg ist er. Moment, hier unten? Da im Loch. Genau, hier im Loch. Ja, wo ist das Locheingang? Da so. Nee. Ganz hinten rechts. Da kann ja mal Butze hier live zeigen, was er hier für Tolles gebaut hat. So, welche Strongbox? Hier hinten? Hier? Ach, ihr schasse euch doch. Der reinste Lemming. Das hier gerade der reinste Lemming-Mode irgendwie. Ja, alle ja. Springen sie hinterher. Ja, Butze hat genau das angewendet, was Butze und ich damals getestet haben. Genau. So, ich hol dann mal. Baker, das wollte ich ja auch machen, aber Dosch hat sich doch. Gar nicht so viele. Der Dosch hat sich nicht drauf eingelassen. Ach so. Ich wollte es fair und ehrlich machen. Ich wollte auf die langsame Methode. Wollen wir hier aber nochmal kurz einen Aufbau, einen Aufgang machen, dass die Leute auch wieder rauskommen? Meine Güte noch. Du bist viel zu langsam. Ja. What the fuck? Na, was haben wir denn hier noch so alles? Ja, unser Pseudomechanismengebäude. Ja, wo sind sie denn alle gelandet? Pseudomechanism, ja. Das hat uns auch lange Zeit auf diesem ganzen Server hier begleitet. Oh, crazy, wo bist du denn hin? Ich mach das schon. Okay. Oh. 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 Nicht gut. Nicht gut. Was ist denn los? Mein Client hat sich gerade verabschiedet. Ja, das hat man gerade bekommen. Okay. Dann müssen wir hier mal ein Testbild einbauen. Dann machen wir nochmal Plane. Dann dauert es bei mir ein paar Minuten. Dann gibt es eben eine Pinkelpause. Genau, Pinkelpause für alle. Und zwar schnell. Nein. Das gibt mir zumindest die Gelegenheit, an meinem kühlten Blonden hier noch zu nuckeln. Ja, dann hau rein. Mhm. Hier mal an die Community so generell. Da kennt sich doch bestimmt der ein oder andere mit Facebook aus. Kann man... Habt ihr
scheiß Eiswasser-Challenge da nominiert wird und ich will einfach nicht mehr, dass die Leute mich da rumnominieren. Ich hab da keinen Bock mehr zu. Okay. Bist du wasserscheu? Keine Lust zu. In der Essenskiste sind jetzt auch Schuhe und Jetpacks für alle drin. Ah, sehr schön. Ich glaube, einmal sollte ja auch reichen, ne? Nein, den Leuten reicht nicht einmal. Ja, aber der Hintergrund da ist ja auch, dass man eigentlich was spendet, ne? Hab ich. Ohne mir ein Kübel Eis, Wasser über die Birne zu kippen. Oh. Das meinte ich gerade nicht. Lord Devil 666 hat gerade was geschrieben. Es lässt sich einstellen, dass niemand einen marken kann. Weiß ich natürlich nicht, ob das geht. Und die Frage ist, wie. Und Master 0712, nein, kann ich leider nicht. Kann theoretisch noch, sage ich mal, die Streaming-Qualität noch ein bisschen zurückschrauben. Weiß natürlich noch nicht, ob ich das jetzt so on the fly machen kann. Welche Nominierung, liebe Oriania? Ja, ist es ein Sie? Keine Ahnung. Das ist Sepp. Hm. Ach du Scheiße. Wieso kommt der da mit einem quasi Frauennamen? Er hat vorhin geschrieben, dass sein MMO-Name irgendwie ist. Ach so. Begleiter sollten auch in der Kiste sein. Ja, du wurdest nominiert, Baker. Hm. Nominiert? Für was? Für die Ice Water Challenge, habe ich so gehört. Okay, alles klar. Kann ich auch so spenden? Weil ich finde das nämlich echt eine gute Idee. Guck dir das erst an und hör's dir an. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, als ich dir das Video gepostet hatte. Jo, dann mache ich doch mal Folgendes. Ich mache hier einfach mal ein Copy und Paste von deinem Videolink und das schreiben wir einfach mal in den Chat rein. Genau. Nur, hätte ich doch mal so gesagt. Kannst du gerne machen. Ja. Das ist Trivolos Video zur Ice Challenge. Ja. Dauert noch ein bisschen, bis das Bild wieder weg ist. Mein Client braucht auch seine Zeit zum Starten. Das ist nicht nur bei euch so, also dauert bei mir auch. Ist auch ein großes Modpack. Aber nur, ja. Wo ich mich selber höre. Du hörst Stimmen in deinem Kopf? Nein, ich höre mich selber. Beziehungsweise ich höre euch auch die ganze Zeit über meine zweiten Boxen und das ist verwirrt mich, weil ich nicht weiß, wo der Sound herkommt. Hast du vielleicht Switch offen? Ja, Videos zu. Mal, ja, ganz zu oder nur klein gemacht, das ist die Frage. Nein, auf Pause. Ah, okay, gut, dann ist bei mir auch so. Ich höre mich selber. Warum? Okay, dann ist das halt so. Nur die Frage, wie sich das bei mir im Stream dann wieder anhört. Oh. Ja. Lord Devil hat dir gerade geschrieben, Trivolo, Einstellungen, Chronik und Markierungseinstellungen laut Fratzenbuch. Habe ich gerade offen, habe ich gerade gemacht, habe ich gerade aktiviert, aber leider ist das ja nicht mehr rückwirkend zu machen. Schade eigentlich, würde mich da gerne rausnehmen. Das Video wahrscheinlich melden. Ah, Markierung entfernen. So einfach ist das. So, Benjamin hat mal eine Frage. Bei mir kann ich das Modpack einmal spielen und beim nächsten Start crasht es. Dann muss ich es immer neu installieren. Wie wird das gefixt? Ist mir sonst nie passiert. Scheiße, den Fehler. Ich weiß was. Du weißt was, ey. Umgeschaltet auf Deutsch? Ja, genau. Das war nämlich das. Genau, das war der Punkt. Richtig, auf Englisch belassen. Ganz ehrlich gesagt, mich würde interessieren, warum. Aber wir haben jetzt auch schon ein paar neue Kontakte geknüpft zu ein paar Leuten. Ich weiß nicht, wem der Name Vexatos was sagt. Mal gucken, ob die Community den Namen Vexatos kennt. Ich bin immer gespannt. Bin echt gespannt drauf. Also ich muss passen. Das ist gut. Das ist gut, wenn du passen musst, weil das wissen die wenigsten nämlich.
Na, dauert natürlich ein bisschen, bis die Akustik bei denen angekommen ist, klar. Da haben wir so eine 30 bis 45 Sekunden Verzögerung, sag ich mal. Okay, danke an Klado, dass du nichts doppelt hörst. Ich bin tatsächlich noch bei Facebook drin. Ich bin noch am Einstellen. Aber ich glaube, die Dings habe ich jetzt rausgekriegt. Warum möchtest du das nicht sehen? Es ist nervig und uninteressant. Warum hat es dich genervt? Zu viele Beiträge von... Es wird versucht, mir etwas zu verkaufen. Es ist albern und aufdringlich. Danke, dass du uns mitteilst. Wir werden versuchen, diese Beiträge zu zeigen, hier einfach unternehmen kannst, um das Problem zu lösen. Eine Nachricht braucht er nicht unbedingt kriegen. Soll nur weg. Ich werde hier gerade ganz panisch angeschrien. Schon, ob ich jetzt wieder auf dem Server komme. 16 Leute auf dem Server. Wow. Bin ja begeistert. Hat jemand auch selten, ne? Wie viel hatten wir noch nie? Nö. Nee. Es war ja auch maximal 10 Leute zugelassen. An die wir auch nie gekommen sind. Stimmt auch wieder, ja. Wir hoffen mal, dass es in der nächsten Staffel ein bisschen anders wird. Wir könnten ja ein bisschen plaudern über die nächste Staffel und ein paar kleine Andeutungen machen. Ein paar Sachen wollte ich nicht unbedingt großartig erwähnen. Es wird böse. Ja, ich weiß, ich bin böse, ist mir schon klar. Ja. Also mal hier die ganzen Chats hier vergleichen, was da alles kommt. Und zwar, das nächste Modpack wird nicht wie erwartet Project RET V3 heißen. Nein. Es wird Project RET V7 heißen. Warum? Weil es Minecraft 1.7 ist. Das ist der einzige Grund eigentlich dafür. Also wir wollten ja nicht mit irgendjemandem gleichziehen oder sonst irgendeinen Schrott machen. Nein. Es geht einfach nur darum, die Ziffer im Modpack-Namen sollte sich quasi an die Minecraft-Version anlehnen. Das ist einfach der Gedanke dahinter gewesen. Ja. Was wir so an Mods dabei haben, das ist natürlich vieles, was ihr kennt, vieles, was ihr liebt, einiges, was ihr hasst. Und ja, ein paar neue Sachen haben wir auch noch ausgegraben, das ist klar. Was nicht dabei sein wird, ist die ganze Raika Rotary Craft, Reactor Craft, Electric Craft Geschichte. Ob man sie später vielleicht mit reinnehmen, möchte ich nicht ausschließen, aber ich würde es jetzt erstmal gerne draußen lassen. Was wir natürlich dabei haben, ist unser geliebter GregTech Mod. Ich hoffe, dass Greg da noch ein bisschen dran arbeitet, bis wir dann da live gehen werden. Genau, dann haben wir hier zum Beispiel noch Crazy und Dosh wollten anfangen. Aua, das war ein Rücken. Hallo? Ach, wir wollten mit Aua anfangen? Wir wollen nicht mit Aua anfangen. Aua. Nein, nicht Aua. Aua ist nicht gut. Ja, ich wollte schon sagen. Ihr wolltet ja, glaube ich, anfangen mit Flexbeards Steamcraft, oder? Genau. Ja, also das ist ein Mod, da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr daraus macht. Ist oh, total witzig, das Teil. Glaub mir, wer werden wieder ein bisschen übertreiben? Ups, das kann ich mir bei euch gar nicht vorstellen. Ihr übertreiben? Ja, ich weiß, das ist sehr schwer vorstellbar. Genau. Trivolo wird wieder in die Untiefen von Mechanism einsteigen. Das ist unter anderem. Zum zweiten Mal. Ich werde ein bisschen mehr den Fokus auch auf Optik legen. Also so auf meine Art der Optik. Halt so, ja, wie ich es halt in meinem Vanilla-Let's Play mache, so werde ich das hier jetzt diesmal auch machen. Ich werde weniger aufs Farmen eingehen, aber ich werde ein bisschen mehr so auf die optischen Dinge mit eingehen. Also das Ganze versuche ich ein bisschen zu kombinieren. Aber wenn du jetzt nur von den Technik-Dingen ausgehst, wird Mika auf jeden Fall ganz vorne im Rampenlicht stehen. Das ist ganz klar. Genau, du hast gerade was sehr Schönes erwähnt, und zwar der optische Punkt. Wir haben zwei neue Mods dazu genommen, wegen der Optik. Und zwar ist es diesmal Chisel und es ist Carpenter's Blocks. Bin ich auch sehr gespannt, was wir daraus machen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie gut das bei uns wirken wird, was wir da drauf für Dinge daraus machen. Also ich habe das schon auf deinem Testserver so ein bisschen mit vorbereitet. Also ich finde, das sieht schon echt Wahnsinn aus.
Genau, da ist vorhin nämlich schon ein Name gefallen, der gute Sepp. Der gute Sepp ist quasi momentan jemand, der sich ein bisschen um unseren Community-Server, oh ja, Testbild ausmacht. Ach, scheiße, ihr habt ja recht, komplett, verdammt hier. Aber wichtiger war ja der Ton, nicht? So, jetzt haben wir wieder ein Bild. Haha, jawohl. In wenigen Sekunden auch hier auf Twitch. Ja, wie gesagt, Chisel und Carpenter Blocks. Und da hat der gute Sepp, der momentan heute leider nicht mehr dabei sein kann, weil er im Urlaub ist. Aber gut. Ja, hat er da schon ein bisschen was vorbereitet. Warum und was er da vorbereitet hat, Community-Server haben wir ein bisschen was vorbereitet. Der liegt diesmal in meiner Hand, der Community-Server. Genauso wie der Let's Play-Server. Weil da, sag ich mal, dann kann ich ein einziges Modpack basteln und das muss dann auf beiden Servern ordentlich laufen, ne? Da gibt es noch eine Besonderheit, die werden wir noch nicht erzählen. Gell? Mörder? Nein, ne? Lass mal jetzt noch schön stecken. Das, das lassen wir einfach so stehen, das finde ich auch gut. Genau, ne? Also ich habe zwei Leitsprüche für den drei Leitsprüche eigentlich für die nächste Staffel. Der erste ist doppeldeutig Community Insight. Da Lutze 53 Open Computers wird es mitgeben. Es wird im Gegensatz dazu aber kein Computer Craft geben. Nein! Nein? Bam, 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 bam. Macht nichts. Es wird nur noch Open Computer geben. Aus dem einfachen Hintergrund natürlich, wie üblich, wir versuchen unsere Modpacks nicht nur so Pillepalle, ich hätte es gesagt, Pillepalle, Butze, Dings da machen. Butze ist aber gerade eher das genau das Gegenteil davon. Gell? Wie bitte? Ja, du bist nicht der Typ, der hier Pillepalle, Friede, Freude, Eierkuchen macht, oder? Achso, ja, nee, ich hatte gerade nicht zugehört. Ja, wie immer. War klar. Wer beschäftigt? Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt neu? Nein, das ist alles ganz gewohnt. Nein, das wird also alles quasi wie, wie in den letzten Staffeln sein. Der Schwierigkeitsgrad steigt quasi von Staffel zu Staffel ein kleines bisschen. Wir haben uns wieder ein paar neue Gemeinheiten einfallen lassen. Ja. Wie gesagt, Computercraft fällt weg. Einige Rezepte sind erschwert worden, weil wir eine komplette Grundeinstellung von Minecraft verändert haben. Nein, nicht nur eine. Ich würde sagen, die können wir sogar verraten. Und zwar, ihr kennt das ja nicht, wir machen links und rechts einen Block, dann machen wir Wasser und dann der Block dazwischen wird auch Wasser. Nee, nicht mehr. Nicht mehr in der neuen Staffel. Das wird alles ein bisschen schwieriger. Ja, also dieses unendliche Wasser wird es in der nächsten Staffel nicht mehr geben. Das kann man ausschalten? Ja. Ja, aber ist das nicht eigentlich ein essentiell wichtiger Grund, Teil von Minecraft eigentlich? Ich meine, es ist ja im Standard Minecraft drin. Warum ausschalten? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen ein Rätsel. Weil es in der echten Welt auch... weil es geht. In der echten Welt. Wir sind ja aber nicht in der echten Welt. Wir sind ja in der Minecraft-Welt. Aber gut, da müssen wir dann nochmal so drüber sprechen. Genau. Es gibt weiterhin das Reservoir von Ender.io zum Beispiel. Es wird weiterhin geben den Aquarius. Beides ja. Mit deutlich erschwerten Rezepten. Also man braucht jetzt, sagen wir mal so, man braucht einen Netherstar dazu. Wir wollten einfach diesen Part, dass wir holen uns Wasser, egal wo wir es brauchen, mal ganz schnell ein bisschen erschweren. Hat aber auch einen anderen Vorteil. Wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, Mod, wo haben wir ihn denn? Railcraft, genau, Mod Railcraft. Da gibt es einen Block, wenn ich ihn jetzt finde. Ich lese gleich nochmal den Chat durch. Ja, bitte einen ganz kleinen Moment. Bin gleich bei euch. Paraglider und so gibt's in der Hauptgebäude. Okay. Es gibt zum Beispiel dieses Water Tank Siding. Das hat der eine oder andere mal irgendwo ein bisschen aufgebaut, hat gesehen, oh, da kommt ein bisschen Wasser rein, passt schon. Solche Sachen werden jetzt essentieller werden. Das Ganze gibt's auch von Forestry, da gibt's einen Regensammler. Lass mich mal ganz kurz hier die Nacht überspringen. Options. Sorry, check, machen wir mal so. Seid mir nicht böse, aber ich brauche jetzt hier keine Nacht, weil sonst kommen wir wieder zu viele Zombies hier an. Ach du Scheiße, okay. Tag 13.000. Ja, ja, wir haben schon ein paar Tage hinter uns in der, im Ausweg. Ja, also da werden ein paar Blöcke dann wirklich essentiell, die man eigentlich sonst nie irgendwo aufbaut, weil man sie sonst nicht gebraucht hat. So, Essen haben wir. Der Lutze 53 fragt Enviromine. Ja.
werden wir noch testen. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, da werden wir das noch testen. Und es wird zu, sage ich mal, 90-95% auch mit reinkommen. Das heißt, wir werden schwitzen, wir werden alles Mögliche haben. Was wir aktuell noch nicht drin haben, ist Hangar Overhaul. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt da nicht, aber ist, glaube ich, noch nicht drin. Dafür werden wir drin haben Spice of Life.